Wir alle laufen mit bestimmten Annahmen über die Welt durch unser Leben. Diese Annahmen, man könnte auch sagen Grundannahmen über das Leben selbst, haben einen großen Einfluss auf unser Innenleben. Das heißt, sie bewirken, wie ich mich fühle, sie bewirken, wie ich die Welt erlebe und wie ich mich selbst und meine Mitmenschen sehe und die auch bewerte und beurteile. Und diese Annahmen haben in der Psychologie auch eine genaue Bezeichnung, die nennt man dort Glaubenssätze. Und ich finde, das bringt es gut auf den Punkt. Denn bei diesen Annahmen handelt es sich tatsächlich um etwas, an das wir glauben. Und Dinge, an die wir glauben, müssen nicht immer zu 100% der Realität entsprechen. Ich finde, das tun sie eigentlich nie. Also es ist immer unsere subjektive Sichtweise dabei. Das Interessante an den Glaubenssätzen ist, dass jeder von uns mit vielen von diesen Glaubenssätzen durchs Leben läuft, den meisten diese aber überhaupt nicht bewusst sind. Dennoch haben sie aber einen starken Einfluss auf, wie gesagt, auf unser Innenleben und auf unser ganzes Verhalten, also auf unser komplettes Leben. Und deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, sich ein paar von diesen Glaubenssätzen mal genauer anzusehen. Denn jeder Glaubenssatz, den Sie unbewusst mit sich herumtragen, bewirkt etwas. Und darin kann man sie auch unterscheiden. Es gibt sogenannte positive Glaubenssätze und es gibt negative Glaubenssätze. Die positiven Glaubenssätze können wir mal weglassen, denn die bewirken, dass Sie sich gut fühlen, dass Sie vorankommen im Leben und dass alles gut funktioniert. Die negativen Glaubenssätze jedoch bewirken das genaue Gegenteil. Mit denen sabotieren sie sich selbst und sie führen häufig zu Frustrationen, Konflikten und dass es ihnen einfach schlecht geht. Und aus dem Grunde halte ich es für sinnvoll, sich mal seine eigenen negativen Glaubenssätze näher anzusehen. Die also erst aufzuspüren, zu sehen, dass die da sind, zu schauen, wie die auf sie wirken und dann im Zweifelsfall mal die zu hinterfragen. Denn das ist etwas, was wir ohne äußeren Anstoß nicht so ohne weiteres tun. Denn wenn wir erstmal einen Glaubenssatz haben, dann beeinflusst der auch unsere Sichtweise, sodass wir durch unsere selektive Wahrnehmung häufig die Dinge sehen, die diesen Glaubenssatz eher bestätigen und Dinge ausblenden, die bestimmte Glaubenssätze eher widerlegen würden. Das ist ganz normal und niemandem ist das wirklich bewusst, aber es hat halt, wie gesagt, einen großen Einfluss auf uns. Um das Ganze mal ein bisschen plastischer zu machen, nehmen wir mal ein Beispiel über einen populären negativen Glaubenssatz. Und dieses Beispiel ist der Satz, es ist nie genug Geld da. Sie werden den Satz höchstwahrscheinlich in dieser oder in ähnlicher Form schon mal gehört haben. Und Sie können mal in sich hineinhorchen, ob Sie finden, dass dieser Satz wahr ist. Und wenn Sie in sich hineinhorchen und denken, jo, da ist was dran, das sehe ich auch so, klar, es ist nie genug Geld da, dann haben Sie diesen Glaubenssatz. Warum ist das ein negativer Glaubenssatz? Denn er kann Sie auch anstacheln. Wenn Sie denken, es ist nie genug Geld da, dann können Sie, ja, dann kann Sie das motivieren, mehr zu verdienen oder einen tolleren Job zu haben oder mehr zu sparen oder was auch immer, was Sie also dazu führt, dass Sie bessere materielle Verhältnisse bekommen. Er ist deswegen negativ, weil wenn Sie diesen Glaubenssatz haben, ist der unabhängig von dem, wie viel Geld Sie tatsächlich haben. Wenn Sie also glauben, es ist nie genug Geld da, werden Sie diesen Glaubenssatz auch immer noch dann haben, wenn Sie Millionär oder Milliardär sind. Tatsächlich gibt es Milliardäre, die glauben, die wirklich der Meinung sind, es ist nie genug Geld da und müssten eigentlich ihren Lebtag nicht mehr arbeiten und ihre Kinder und Enkelkinder eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, er ist deswegen negativ, weil er erstens mit der Realität nicht, in gewisser Hinsicht stimmt er natürlich überein. Denn selbst der Milliardär könnte sagen, naja, es ist nie genug Geld da, ich will mir jetzt eigentlich einen dritten Privatjet kaufen und eine fünfte Yacht, aber dafür ist ja nicht genug Geld da. Also jeder sieht in seinem Leben, der diesen Glaubenssatz hat, den irgendwo auch bestätigt. Und jeder kann sagen, warum er stimmt. Ich halte ihn aber dennoch für negativ. Nämlich einfach deswegen, weil der etwas mit ihnen macht. Der bewirkt, wie Sie sich fühlen bei dem Thema Geld. Das bedeutet, jedes Mal, wenn Sie Geld ausgeben oder Geld vielleicht spenden wollen oder einfach vielleicht im Job kürzer treten wollen, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben, wird das in Ihnen einen Konflikt auslösen. Und der Konflikt hängt mit diesem Glaubenssatz zusammen, dass Sie einfach sagen, naja, eigentlich ist ja nie genug Geld da. Ich kann das ja nicht machen, einfach weil nie genug Geld da ist. Und vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich noch mehr verdient habe, dann kann ich die und die Sachen machen, die ich eigentlich machen will. Aber momentan nicht. Nur wird dieser Moment nie kommen. Denn wenn Sie diesen Glaubenssatz haben, werden Sie auch mit dem doppelten Verdienst und mit dem doppelten Geld, was Ihnen zur Verfügung steht, immer noch sich so fühlen, dass Sie denken,
Es ist einfach nicht genug da. Und deswegen halte ich ihn für negativ, weil er etwas mit ihnen macht und sie sich immer schlecht fühlen bei bestimmten Themen, die die Finanzen angehen. Vielleicht geraten sie auch mit ihrem Partner in Konflikt, wenn sie glauben, der gibt zu viel Geld aus. Das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Ja? Tolle Kombination übrigens. Mein Partner hat seine Finanzen nicht im Griff und es ist nie genug Geld da. Super, ja? Super Grundlage für jede Beziehung. Das geht richtig nach vorn. Diese Glaubenssätze gibt es zu allen brisanten Themen. Also es gibt zig Glaubenssätze zum Thema Finanzen. Es gibt Glaubenssätze zur Partnerschaft, zur Familie, Beruf, Gesellschaft, allem drum und dran. Glaubenssätze zur Schwiegermutter, auch total super. Die sind immer sehr stark emotional aufgeladen, diese Themen. Und zu jedem von diesen Themenfeldern gibt es Glaubenssätze. Was kann man damit jetzt machen? Beim ersten Schritt sind wir schon, nämlich sie erstmal identifizieren, zu sehen, jawohl, da habe ich den Glaubenssatz. Und dann kann man ihn als nächstes hinterfragen. Ideal ist es, dafür diesen Glaubenssatz mal umzudrehen, also ins Gegenteil zu verkehren. Bei dem Thema, es ist nie genug Geld da, wäre das zum Beispiel, es ist immer genug Geld da. Was würde das mit Ihnen machen, wenn Sie den Glaubenssatz hätten, es ist immer genug Geld da? Ich schätze mal, Sie würden sehr viel entspannter an das ganze Thema Finanzen rangehen. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass man dann auf einmal verschwenderisch ist und das Geld zum Fenster rauswirft. Das glaube ich nicht. Kann natürlich passieren, aber das ist nicht zwingend damit verbunden. Man kann den Glaubenssatz haben, es ist immer genug Geld da und trotzdem sehr gut auf seine Finanzen Acht geben. Ich schätze sogar, dass das sehr hilfreich ist, um auf seine Finanzen gut Acht zu geben und die auch gut im Griff zu haben. Nur dieser Glaubenssatz, es ist immer genug Geld da, der bewirkt einen viel entspannteren und gelasseneren Umgang mit dem ganzen Thema Finanzen. Und wenn Sie diese Umkehrung so machen, dann ist es wichtig, einmal nachzuspüren, wie es Ihnen damit gehen würde. Das heißt, horchen Sie in sich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn ich glauben würde, es ist immer genug Geld da? Und wenn sich das gut anfühlt, dann ist der nächste Schritt, nach Beweisen dafür zu suchen. Das heißt, sich zu fragen, okay, es ist immer genug Geld da. Inwiefern könnte das stimmen? Bezogen auf meine Situation und auf mein Leben und auch auf meine finanzielle Situation. Und das wird einen Moment dauern. Also da müssen Sie ein bisschen nachforschen und nachspüren in sich. Dann können Sie sich zum Beispiel sagen, okay, es ist immer genug Geld da, zum Beispiel für die wesentlichen Dinge. Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich weiß, wie ich meine nächste Mahlzeit bezahlen kann. Ich habe auch eine Matratze oder vielleicht sogar ein Bett, in dem ich schlafen kann. Und ja, dafür ist doch noch genug Geld da. Das ist also eine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Oder, naja, theoretisch, selbst wenn ich jetzt erstmal kein Geld verdienen würde, jetzt morgen oder übermorgen, dann könnte ich mir einen anderen Job suchen und auch dann wäre ja genug Geld da. Also auch das wäre ja möglich. Das wäre also auch eine Möglichkeit, das nachzufragen, wie das stimmen kann. Und wenn Sie dann für sich nach Beweisen suchen, die diesen positiven Glaubenssatz bestärken, bewirkt das automatisch, dass Ihr vorheriger negativer Glaubenssatz schon stark abgeschwächt wird. Denn er ist jetzt das erste Mal in Zweifel gezogen worden. Sonst ist das bewusst von Ihnen noch nie gemacht worden, in den meisten Fällen. Und das hat eine sehr viel kraftvollere Wirkung als das tatsächliche Verdoppeln Ihres Vermögens. Das heißt, Ihren negativen Glaubenssatz erstens aufzuspüren, zweitens zu hinterfragen und drittens ins Gegenteil zu verkehren und dann zu suchen, nach Beispielen, wo das stimmen könnte, ist dafür am besten geeignet, negative Glaubenssätze aufzulösen und dann mit besseren, mit positiven Glaubenssätzen die zu ersetzen. Diese positiven Glaubenssätze haben es aber in gewisser Hinsicht auch nochmal in sich, denn manche von diesen positiven Glaubenssätzen sind nur vermeintlich positiv. Es geht jetzt so ein bisschen in die Richtung vom positiven Denken. Da bin ich nicht wirklich Freund von, denn das funktioniert zwar in einem gewissen Rahmen, aber das bringt auch Nachteile mit sich. Ein vermeintlich positiver Glaubenssatz wäre zum Beispiel, ja, wenn ich will, dann kann ich alles erreichen. Das bedeutet, klingt ja erstmal gut, ne? So, ja, wenn ich will, kann ich alles erreichen. Das bedeutet aber nach 10 Jahren, wenn ich dann merke, so, ich habe in meinem Leben ja irgendwie doch nicht viel erreicht, dann habe ich anscheinend nicht fest genug gewollt oder habe mich anscheinend nicht richtig genug angestrengt. Ja? Und
auch das bewirkt dann im Nachhinein irgendwie wieder Stress. Also das bewirkt nicht unbedingt, dass man damit gelassen durchs Leben geht. Das heißt, auch vermeintlich positive Glaubenssätze haben es auch in sich. Wie kann man jetzt mehrere von diesen Glaubenssätzen aufspüren? Einerseits kann man mit diesem neuen Wissen oder mit diesem Blick einfach durchs Leben gehen und dann einfach mal hören, in sich hineinhorchen, so, oh, was sind da meine Glaubenssätze zu verschiedenen Themen? Das funktioniert schon. Eine noch bessere Übung ist allerdings, wenn Sie mal sich eine Viertelstunde Zeit nehmen oder am besten noch eine halbe Stunde, sich ein Blatt Papier vornehmen und dann bestimmte Dinge aufschreiben. Und zwar Überschriften zu den wesentlichen Themen, so über Partnerschaft, machen Sie Spalten, oben drauf einmal über Partnerschaft, über Familie, über Kinder, über meine Schwiegermutter, über Finanzen, über die Gesellschaft, über meine Arbeit und solche, alle Dinge, die Ihnen wesentlich erscheinen. Und schreiben dann darunter in den Spalten, man sollte, Punkt, Punkt, Punkt. Und zu dem man sollte, horchen Sie dann jeweils zu dem Thema, was da in Ihnen hochkommt, was Sie darüber denken. Man sollte zum Thema Partnerschaft, wie sollte man mit seinem Partner umgehen? Ja, was glauben Sie da? Oder man sollte, Thema Beruf, was glauben Sie über das Thema berufliches Vorwärtskommen? Und darunter, neben dem man sollte, können Sie noch als nächstes schreiben, man darf nicht. Auch total super, kommen auch großartige Glaubenssätze dann zutage. Und das mit den einzelnen Spalten jeweils machen und wirklich in sich hineinhorchen und fragen, okay, was glaube ich tatsächlich über diese Themen? Was sollte man, was darf man nicht, was sind da meine Glaubenssätze? Und dann fragen Sie sich zu jedem von diesen Glaubenssätzen, ist das eher ein positiver oder ist das eher ein negativer? Und mit den negativen können Sie dann genauso vorgehen, wie ich es gesagt habe. Also nochmal, Sie erstens identifizieren, und da sind Sie dann schon bei, zweitens hinterfragen und drittens umkehren und danach Beweisen versuchen. Denn mit positiven Glaubenssätzen oder mit wirklich guten Glaubenssätzen lebt es sich sehr viel leichter und sehr viel bequemer und Sie werden ein freierer und glücklicherer Mensch sein. Und diese negativen Glaubenssätze grundsätzlich erstmal aufzuspüren und zu hinterfragen, ist halt eine sehr machtvolle und gute Sache. Das wünsche ich Ihnen.